Dieses Video beschäftigt sich damit herauszufinden, welchen Konkurrenzsatz ich eigentlich brauche, um ein Dreieck konstruieren zu können. Ich habe folgende Aufgabe exemplarisch: Konstruiere das Dreieck ABC mit Alpha gleich 50 Grad, Beta gleich 70 Grad und A gleich 5 cm. Zuerst überprüfen wir mal, ob dieses Dreieck überhaupt existiert. Dafür muss man zwei Eigenschaften überprüfen, nämlich ob die Dreiecksungleichung erfüllt ist. Das heißt, ob zwei Seiten immer größer sind als die dritte. Da wir allerdings nur eine Information über eine Seite haben, kann man davon ausgehen, diese Dreiecksungleichung muss erfüllt sein. Die zweite wäre, ist die Innenwinkelsumme gleich 180 Grad, also überprüfen, ist jetzt höher oder nicht. Wir haben zwei Winkel, die sind zusammen 120 Grad, wir haben also noch genügend Platz für einen dritten Winkel, damit kann man auch davon ausgehen, die Innenwinkelsumme ist korrekt. Damit folgt, dieses Dreieck muss wahrscheinlich existieren. So, Schritt 1, wir machen mal eine Skizze. In dieser Skizze zeichnen wir alle bekannten Größen ein und überlegen uns auch, wo ist eigentlich welche Seite oder welche Größe zu finden. Wir zeichnen also ein beliebiges Dreieck, das muss nicht maßstabsgetreu sein, sondern soll nur zur Veranschaulichung dienen. Wir zeichnen alle Punkte ein, A, B, C, also entgegen des Uhrzeigersinns, der Winkel Alpha bei A, der Winkel Beta bei B und der Winkel Gamma bei C. Zusätzlich noch die Seiten A, B, C, A liegt gegenüber von A, also vom Punkt A, B liegt gegenüber vom Punkt B und C liegt gegenüber vom Punkt C. Jetzt nehmen wir einen Farbstift und markieren uns die bekannten Größen. Das wäre einmal Alpha mit 50 Grad, einmal Beta mit 70 Grad und einmal die Seite A mit 5 cm. So, wenn wir soweit sind, muss man überlegen, welcher Konkurrenzsatz hier gültig sein könnte. Es gibt 4 Stück, die wir überprüfen müssen. Einmal der Seite, Seite, Seite. Einmal der Winkel, Seite, Winkel, dann gibt es noch den Seite, Winkel, Seite und zum Schluss noch der Seite, Seite, Winkel, also größere Seite, kleine Seite und der Winkel, der größeren Seite gegenüber liegt. Der SSS scheidet aus, weil wir haben nur eine Seite. Der WSW könnte es sein, aber es heißt der Winkel, Seite, Winkel, also zwei Winkel, die an der Seite angeschlossen sind. Wir haben nur eine Seite. Also ein Winkel, der an einer Seite angeschlossen ist und der zweite liegt irgendwo. SWS, also Seite, Winkel, Seite, scheidet ebenfalls aus, weil wie gesagt, wir haben nur eine Seite. Damit fliegt auch der SSW raus. So, bleibt also eigentlich nur der WSW übrig. Aber wir kennen momentan den Winkel Gamma nicht. Wenn wir in diesem Fall diesen Winkel nicht kennen, müssen wir ihn berechnen. Wir wissen ja, die Innenwinkelsumme eines Dreiecks ist 180 Grad groß. Und wenn ich jetzt schon zwei Winkel kenne, dann kann ich den dritten logischerweise berechnen. Also folgt für Gamma, das sind 180 Grad minus Alpha minus Beta. Und damit bleiben für den Gamma nur noch 60 Grad übrig. Folglich kennen wir auch den Winkel Gamma. So, und wenn wir jetzt nochmal mit dem WSB überprüfen, wir haben eine Seite und zwei anliegende Winkel, damit ist die Konstruktion nach WSW möglich. Also folgt gleich Schritt 2, Konstruktion nach WSW. So, wir fangen mit der gegebenen Seite an zu zeichnen. Das wäre die Seite A mit einer Länge von, jetzt habe ich es wieder weggefahren, 5 cm. Ich zeichne die Seite A auch so ein, wie sie ungefähr drin liegt, also hier so schräg. Die Seite A hat die Eckpunkte C und B, die kann ich auch gleich einzeichnen. So, nächster Schritt ist, ich trage den Winkel Gamma bei Punkt C an. Der Winkel Gamma habe ich ja hier berechnet, sind 60 Grad, also nehme ich mein Geodreieck und kann den Winkel mit 60 Grad zeichnen. Aufpassen, dass man die richtige Skala benutzt. Dann folgt ein freier Schenkel, der ungefähr so aussieht.
So, als nächstes muss ich den zweiten anliegenden Winkel zeichnen, nämlich den Winkel Beta mit 70 Grad. Wiederum das Geodreieck nehmen und den 70 Grad Winkel einzeichnen. Auch hier wieder aufpassen, die richtige Skala zu verwenden. Und das ergibt dann hier einen freien Schenkel. Und der Punkt A ist dann logischerweise der Schnittpunkt dieser beiden Schenkel. Und damit habe ich dieses Dreieck konstruiert. Für die anderen Kongruenzsätze gilt es genauso. Also wieder zuerst mal überprüfen, gilt die Dreiecksungleichung oder die Innenwinkelsumme. Dann zweitens eine Skizze zeichnen, überlegen, welcher der vier Kongruenzsätze es sein könnte und demnach konstruieren.